Ich erkenne einen Schlaganfall daran, das liegt schon in dem Wort selber, Schlag, das heißt, es ist etwas, was schlagartig auftritt, sich also nicht normalerweise über Stunden bildet, sondern sofort eintritt. Und das Wort Fall bedeutet halt, oft fallen die Patienten dabei auch hin. Es kommt zu Sprach- oder Sprechstörungen, zu Lähmungserscheinungen. Das sind eigentlich manchmal, das sind mal auch oft schwere Symptome, können aber auch leichtere Dinge sein, wie dass der Patient in dem Moment einfach die Worte nicht finden kann oder sein Gegenüber einfach nicht versteht. Wichtig ist, dass sofort gehandelt wird. Auch milde Symptome können bedeuten, dass ein sehr schwerer Schlaganfall hier abläuft oder damit in kurzer Zeit zu rechnen ist. Das heißt, es gilt immer, so schnell wie möglich einen Arzt bzw. eine Notaufnahme aufzusuchen. Die Zeit spielt bei der Behandlung des Schlaganfalls eine so wichtige Rolle, weil das Gehirngewebe nur eine begrenzte Zeit ohne Sauerstoff überleben kann. Daher gilt die Formel, je länger das Hirngewebe ohne Sauerstoff auskommen muss, desto schwerer wiegt der Schaden, den der Patient durch den Schlaganfall erleiden muss. Einen Schlaganfall behandelt man notfallmäßig dadurch, dass man zunächst eine entsprechende Diagnostik durchführt. Das heißt als Beispiel die CT-Diagnostik, also die Computertomographie. Damit muss man zunächst ausschließen, dass es zu einer Hirnblutung gekommen ist. Man kann die Hirnblutung nicht alleine anhand der Symptome ausschließen. Wenn man das ausgeschlossen hat, muss man damit rechnen, dass es halt in der häufigsten Zahl der Fälle sich um einen Verschluss eines Blutgefäßes handelt und den gilt es dann zu behandeln. Kleine Verschlüsse kann man mit einer IV-Lyse, also über die Vene gegebenen Medikation behandeln. Schwere Verschlüsse muss man oft mit einem Kathetersystem behandeln, also eine Art Absaugtherapie durchführen.